kein Zufall, dass der Michel das heute gespielt hat. Dieses Kufstein-Lied ist gewidmet Herrn Professor Dr. Alvin Phil, der ist hier heute unter uns. Und herzlich willkommen, jetzt sind wir lieben Gattin, Eva. Ja, und Alvin, du hast gemerkt, wir haben dieses Lied eingebaut. Und zwar stammt Alvin Phil aus Kufstein. Und er ist heute besonders begrüßt, denn seine Arbeit hat sehr viel mit Umwelt zu tun. Sehr viel, womit wir heute auch wissen, was wir vor vielen Jahren noch nicht gewusst haben. Er war nämlich derjenige, der im Englischen den Begriff von der Mitwelt zur Umwelt geprägt hat. Es macht nämlich einen Unterschied, ob wir sagen, hier sind wir und da ist die Umwelt, oder ob wir sagen, wo bin ich? Und da ist die Umwelt. Und im gesamten englischen Sprachraum, Alvin Phil war nämlich, oder ist Linguistikprofessor, im gesamten englischen Sprachraum hat er dafür gesorgt, dass es von der Umwelt zur Mitwelt wurde. Und das hat einen unheimlichen Erfolg gehabt, weil man endlich verstanden hat, wir sind ja Teil der Umwelt und nicht irgendwo außenstehend. Also vielen Dank. Und heute haben wir eine besondere Freude, nämlich eines seiner komponierten Lieder möchten wir heute vortragen, und dieses Lied ist ein Friedenslied, passend jetzt zum nahen Osterfest. Dieses Friedenslied, was Sie jetzt hören, ist vor zwei Wochen, glaube ich, ja, in Kufstein. In Kufstein gibt es nämlich die sogenannte Heldenorgel. Ja? Und wenn die erklingt, hört man in ganz Kufstein die Musik dieser wunderbaren Orgel. Normalerweise von dem Organist dort, und vor zwei Wochen durfte Alvin Phil um sein Friedenslied und andere Lieder von der Orgel in ganz Kufstein erschallen lassen. Herzlich willkommen, jetzt ein Friedenslied von Alvin Phil. Sie sind alle zahm und lind.